Hallo ihr Lieben, es geht um meinen Monatsrückblick für den Monat Dezember. 7 Bücher habe ich lesen können, 4 davon fand ich sehr gut und 3 davon, gleich mehr dazu. Ja, zuerst eine Reihe, die ich im Dezember beendet habe, habe ich schon ganz viel davon geschwärmt. Es handelt sich um Lockwood und Co., die ich passioniert im Dezember verfolgt habe. Ich habe sie auch schon in meinen Jahreshighlights erwähnt. Ich habe sie verschlungen. Ich habe sie geliebt, ich habe sie verschlungen. Jeder Band bekommt von mir 5 Teile. Grundsätzlich geht es darum, dass England verseucht ist von einer Geisterseuche. Und ja, man hat Kinderagenten, die gegen diese verschiedenen Geistertypen vorgehen, weil nur Kinder diese Geister hauptsächlich sehen können. Sterben können natürlich alle davon, von einer Geisterseuche oder sonstigem. Und man hat das Team von Lockwood und Co., die über die 5 Teile zusammenwachsen und es nicht nur schaffen, verschiedene Aufträge entgegenzunehmen, sondern am Ende sogar klären können, was dahinter steckt, warum das überhaupt so ausgebrochen ist. Fand ich sehr cool. Ich habe gelesen den 3. Band, Die raunende Maske. Ah, ich find die auch wunderschön. Mir fehlt noch der 4. Band. Ich hatte nämlich die ersten 3 da. Und den 5. habe ich, das grauenvolle Grabwort, also genau, habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Und ich habe mir dann kurzerhand, als ich mit dem 3. fertig war, den 4. als Hörbuch gekauft und habe den als Hörbuch gehört. Ich habe Teile der Reihe, den 1. habe ich zum Beispiel einmal gelesen und dann 1,5 Jahre später nochmal als Hörbuch gehört und so fing das dann dieses Jahr wieder an. Ich liebe die Reihe einfach, die Geschichte um Lockwood, Lucy und Co. Ja, und über die Bände gewinnen sie halt immer mehr Freunde und es ist immer spannend, es ist ein bisschen gruselig. Also den 1. da erinnere ich mich immer noch daran, dass ich den nachts gelesen hatte, weil ich nicht schlafen konnte, als den hatte ich als E-Book. Den hatte ich zuerst als E-Book und ich habe mir erst später das Hardcover zugelegt. Und da war ich in einem Haus, wo und es hat gestürmt und es knarzte immer so. Ne? Wie das mit Häusern so ist, es knarzte und ich habe dieses E-Book gelesen im Dunkeln. Es war ultra gruselig und ich habe den Grusel aber auch nochmal empfunden, als ich das gehört habe. Also sehr cool und hat sich nicht geändert. Kann ich nur empfehlen, habe ich geliebt. Genau, die 3 Bände. Damit fing der Dezember eigentlich an. Und dann, ich habe gerade mein Flop-Video gedreht und Planetenjäger von unter anderem George R. R. Martin hat es in meine 5 Flops für 2017 geschafft. Das Buch habe ich gelesen, war ein Rezensionsexemplar. 352 Seiten hatte es. Ich habe 2 Sterne vergeben. Und es befindet sich hoffentlich bald nicht mehr in meinem Besitz, denn in dem Flop-Video verlose ich es. Welches Video von beiden ich zuerst hochlade, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es macht bald irgendwen anders glücklich als mich. Ja, hier geht es um Ramon Espeos und der ja, ist sehr cholerisch. Der trinkt gerne mal einen über den Durst und hat abends in einer Bar oder in einer Kneipe einen Typen umgebracht. Und das war ein, ich glaube, ein Botschafter, ein höherrangiges Regierungsmitglied. Und dementsprechend ist man jetzt hinter ihm her. Er flieht und gerät, ich sage mal, in einen Kampf zwischen verschiedenen Ehenrassen. Na, also es ist Science Fiction, wir sind auf einem anderen Planeten. Hätte ich vielleicht mal dazu sagen müssen. Und ja, bis dahin klingt das vielleicht noch ganz spannend, außer dass ich halt seine Trinkgelage, seine ganze Cholerik, dass er auch seine Freundin schlägt und wie er über seine Freundin spricht, fand ich ganz furchtbar. Und auch die Geschichte über die Verfolgungsjagd und das Problem mit den Aliens fand ich und seine Entwicklung währenddessen, ich schreibe das mal ganz vorsichtig, wer es dann gelesen hat, der weiß, was ich meine mit Entwicklung. Ich fand das alles ganz, ganz merkwürdig. Ich fand den Typen von der ersten bis zur letzten Seite unsympathisch und ich konnte mit dem Buch nichts anfangen. Also, das ist hoffentlich bald verschwunden aus meinem Bücherregal. Und dann habe ich noch ein 3-Sterne-Buch gelesen.
Das war ein Rezensionsexemplar von NetGalley, entsprechend ein E-Book, nämlich Bitter Frost von Jennifer Estep. Und da handelt es sich um die neue Reihe, die sich aber auch um die Mythos Academy dreht. Die ersten 6 Bände, ich nenne es immer die Frost-Reihe, weil es geht um Gwen Frost und die heißen auch alle Frostkuss, Frostfluh, Frostherz, Frostnacht und so weiter und so fort. Und und da hat man die Mythos Academy. Dort werden Jugendliche ausgebildet, die verschiedene Fähigkeiten haben. Die einen sind Amazonen, andere sind Wikinger, Römer, Spartaner und können dementsprechend irgendwas gut. Und man hat dementsprechend halt auch die Götter, ne? Die nordischen Götter, weil es gibt ja auch Wikinger, die römischen, die griechischen und so weiter. Ja, und ich mochte die Reihe sehr, ich mag auch ihren Schreibstil. Ich habe bloß immer festgestellt, dass sie Wendungen und Szenen gerne wiederholt im Laufe ihrer Reihe. Aber grundsätzlich sind es sehr coole Kick-Ass-Heldinnen, die auch mal einen coolen Spruch lassen. Und sie hat einfach so eine coole Schreibweise, ne? Also ich kann da immer auch viel vor mich hinschmunzeln und mich hinfreuen. Und sie hat auch in jedem ihrer Reihe immer irgendwen, der kochen kann und backen kann. Also diese, wie heißen das, nicht Blackdecker-Reihe, sondern die andere irgendwas mit... Blackdecker ist ja was ganz anderes. Blackblade heißt es, glaube ich. Die kenne ich gar nicht. Aber ich habe halt die 6 Frostbücher gelesen. Ich habe auch die ersten 6 Bände der Spinnenreihe gelesen, also Elemental Assassins. Und immer gibt es irgendjemand, der echt gut kochen kann. Und da wird es dann auch beschrieben, wie die Brombeerlimonade riecht und was es da für tolle Butter-Macadamia-Plätzchen gibt oder was weiß ich. Also ne, grundsätzlich, man merkt schon, ich mag den Schreibstil, aber auf der anderen Seite mag ich auch nicht, dass es sich immer wieder wiederholt. Und bei der Spinne ist es zum Beispiel so, es passiert eigentlich in jedem Band dasselbe. Und ja, in der Mythos Academy in den 6 Bänden, da hat der nordische Gott Loki hat versucht auszubrechen. Der befindet sich in einer Art Krieg, möchte die Welt ins Chaos stürzen und muss dann entsprechend besiegt werden. Und das ist auch gelungen. Reihe ist abgeschlossen, da sage ich, denke ich mal, nicht so viel, dass das passieren wird. Und jetzt gibt es noch eine Mythos Academy in Colorado. Es gibt mehrere auf der Welt. Und es geht jetzt um die Cousine von Gwen Frost, um die Rory Forseti heißt sie, glaube ich. Und Loki ist zwar besiegt, aber seine Anhänger, die Schnitter, die haben jetzt einen neuen Chef. Und der möchte halt wieder die Macht an sich reißen. Wir haben also eine andere Schule, aber trotzdem dieselben Fähigkeiten, dieselben Götter. Und Rory selbst ist eine Spartanerin. Schlecht angesehen an der Schule, weil ihre Eltern waren Schnitter. Und ja, da kommt dann halt auch noch ein junger Mann ins Spiel und sie muss entsprechend gegen die Mächte des Bösen kämpfen. Ne? Klingt wieder grundsätzlich nach einer soliden Jugend-Fantasy-Geschichte. Diesmal hat mich aber gleich der erste Band gestört, weil innerhalb des Bandes gab es Wiederholungen, ne, dass immer so Wendungen, Phrasen wiederholt werden und es passiert gefühlt fast dasselbe wie im ersten Frostband. Ne? Also sie wird von allem nicht gemocht und dann hat man halt die Tante, die gut backen kann, bei der wird sie beschützt. Dann kommt halt ein Typ, der übelst gut aussieht und wo alle anderen hinterherhängen und ausgerechnet der soll es dann werden und so weiter. Also Schema F. Ja, damit hätte ich vielleicht auch noch leben können, dann wären es noch keine 3 Sterne geworden, ne? Aber dann kam sogar schon der Bösewicht ins Spiel, also der Anführer, der Schnitter, und der war so lau, das war kalter Kaffee. Also ich fand überhaupt nichts, ich sag mal, nichts Böses, nichts Fieses, nichts Finsteres, also wahrscheinlich macht er dann noch jede Menge Unfug, aber wie er so geredet hat und die Dialoge zwischen den beiden, die waren so schlecht, also ich weiß nicht, das hätte jedes Schulkind hätte da coolere, fetzigere, finstere Dialoge schreiben können, als dieser mäßige Schlagabtausch, also ich war so enttäuscht von diesem Fiesling, von dem Boss, der
die ganze Reihe über jetzt die Geschicke der Finsterin in der Hand hat, hält. Also, ja, und dementsprechend denke ich mal, ist Jennifer Estep jetzt für mich wirklich durch. Ich habe immer noch als Rezensionsexemplar Big Time, wie heißt denn das? Karma Girl, genau. Karma Girl hat ja als Rezensionsexemplar angefragt, weil ich neugierig war. In der Frost-Reihe ist der Lieblings-Comic-Held von Gwen Frost Karma Girl. Und da wollte ich jetzt mal herausfinden, was sich Jennifer Estep dabei gedacht hat. Und ja, aber je mehr ich über das Buch höre, so die letzten Monate in Rezensionen und so, desto weniger Lust habe ich darauf. Und ja, es wird aber wahrscheinlich das letzte Buch von Jennifer Estep für mich sein. Mal gucken, wann es soweit ist. So, das war das fünfte Buch, was ich gelesen habe. Dann habe ich in einer Leserunde im Dezember getötet Sleeping Beauties von Stephen King. Ultra fettes Buch, ich glaube 960 Seiten waren das. Es ist ultra schwer und die Geschichte hat sich mega gut angehört. Ich habe ja viele Kings letztes Jahr gelesen. Hauptsächlich in Leserunden. Und hier schlafen Frauen ein, wachen dann nicht wieder auf und sind dann wie eingesponnen in so eine Art Kokon. Und wenn man versucht, die zu befreien, was Menschen ja so tun, was ist denn mit denen jetzt los und so, wir schneiden, damit die atmen können, schneiden wir das mal auf. Naja, auf jeden Fall werden die zu Bestien. Und ja, und die Frage ist, warum? Spielt wie meistens bei King so in einer Kleinstadt, sodass man auch verschiedene Protagonisten hat, die damit irgendwie klarkommen müssen. Hauptsächlich Männer, denn früher oder später schläft fast jede Frau ein. Und dann gibt es aber ein etwas komisches Wesen, Ivy, die nicht so ganz von unserer Welt zu sein scheint. Und die hat damit etwas zu tun. Und lässt sich einweisen in ein Frauengefängnis. Und es geht hauptsächlich als Handlungsort um die Kleinstadt, beziehungsweise um das Frauengefängnis in der Kleinstadt und den Psychologen dieser Frauen, also quasi diesen Gefängnispsychologen und seiner Familie. Soweit gut angelegt. Aber ich habe vergeben, und das ist, glaube ich, der erste King, auf den ich nur 3 Sterne vergeben habe. Dafür, dass das Buch 28 Euro gekostet hat, ärgert mich das schon ziemlich. Es geht letzten Endes dann Richtung Kampf zwischen Männern und Frauen, weil die Frauen, die schlafen ja immer mehr, werden zu Bestien und die Männer gehen unterschiedlich damit um. Und die mit den eingeschlafenen Frauen passiert dann auch noch etwas. Und sie haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, wie das weitergehen soll, ob sie sich wieder ein Leben mit Männern vorstellen können oder nicht. Hat alles so ein bisschen auch was, so wie es angelegt hat, vielleicht auch was Biblisches, ne? Oder so eine Art Rückbesinnung auf die Geschicke von Frau und Mann und welche Probleme das alles mit sich bringt. Das ist alles kein Problem, aber was es mit dieser Ivy auf sich hat, das war zum Teil ein bisschen wirr. Zum Teil hat auch noch was gefehlt. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht mal noch einen zweiten Band geben soll. Dann ist dieser epische Kampf oder was auch immer ultra lang, wie das halt bei Stephen King so ist. Ne? Fast das ganze Buch aufgebaut worden und dann ist das alles wie so ein bisschen verpufft. Es ist verpufft. Warum wurden die Frauen eingesponnen? Warum wurden die zu Bestien? Es musste schon irgendwie so sein, um dann. Also, es hätte auch gereicht, ich sag's mal so, es hätte auch gereicht, wenn die Frauen einfach ins Koma verfallen wären. Ne, also für das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, hätte es gereicht, wenn die einfach ins Koma verfallen wären. Warum das Einspinnen? Warum die Bestien? Das hat zum Schluss keinen Sinn ergeben. Das war wie ultra cool aufgebaute, ein bisschen Horror-Fantasy-Spannung, die zum Schluss einfach. Was war das zum Schluss? Also alle, die es gelesen haben, die können da vielleicht mit mir noch drüber reden. Alle anderen natürlich nicht. Ne? Ich möchte natürlich auch nicht weiter spoilern.
Aber was war das am Ende? Ich war fast schon ratlos, was das sollte. Was sollte das? Und was mir auch gefehlt hat, ist irgendeine Art von Wissenschaft. Also ich hätte es noch cool gefunden, wenn wirklich noch ein Blickwinkel aus einem Labor mit eingebaut worden wäre. Ne? Also dass man noch so ein bisschen mehr einen wissenschaftlichen Blick gehabt hätte auf diese ganze Geschichte. Ne? Weil es ist halt verpufft, diese ganze Sache mit den Kokons und den Bestien ist einfach verpufft. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, ich bin ratlos, was diese 960 Seiten für 28 Euro, was das sein sollte. Also, ne? Aber die meiste Zeit des Buches hatte ich Spaß damit, deswegen die 3 Sterne, die sind schon berechtigt, so für meine Lesefreude, aber, ne? Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Na gut. Der nächste King wird bestimmt auch bald gelesen. Von daher legen wir das erstmal zu den Akten und schauen dann später nochmal weiter. Ja, das 7. und letzte Buch, was ich im Dezember beendet hatte, ich glaube noch am 30. ist das Manga zu Sherlock, der dritte Band, die dritte Folge, das große Spiel. Das sind ja die Mangas zu der BBC-Serie, die ich sehr liebe. Und die ich echt bald mal wieder gucken müsste. Wobei ich die erste Staffel ja nahezu in- und auswendig kenne und dann nimmt das so langsam ab. Ich glaube, die vierte Staffel habe ich noch einmal gesehen. Und es wird eigentlich mal wieder Zeit. Ja, habe ich 4 Sterne vergeben, wie oft die anderen auch. Aus 3 Gründen, zur Handlung sage ich nichts. A, ist die wahnsinnig dicht und B, schaut euch einfach die Serie an, es ist so cool. Was ich immer wieder bemängle, ist, dass Sherlock Benedict Cumberbatch ziemlich gut getroffen wird, aber Watson, Martin Freeman, den ich über alles liebe, der sieht in diesem Manga irgendwie immer total trottelig und knubbelig aus. Ja, sieht er in Wahrheit vielleicht auch, aber anders. Also mir gefällt einfach nicht, wie er umgesetzt wurde, wie er gezeichnet wurde. Und was ich zu dem Band noch sagen muss, der ist zwar dicker als die ersten 2, aber es passiert einfach so ultra viel in der dritten Folge der ersten Staffel, dass es hätte noch dicker sein müssen, um das wirklich... Also ich denke, für Leute, die nur das Manga lesen, die werden mit manchen Szenen nicht wissen, also wahrscheinlich überfliegt man das dann einfach, ja. Vielleicht überdramatisiere ich das auch einfach nur, weil ich halt Fan der Serie bin. Aber ja, mit manchen Bildern und Szenen kann man einfach nichts anfangen, weil die sind so aneinandergereiht, dass man nicht unbedingt merkt, was da tatsächlich vor sich geht oder was Sherlock sich in dieser Situation denkt, um dann von A nach B zu kommen. Ja, also das ist zum Teil ein bisschen wischifaschi, weil sehr viel passiert. Also wir haben hier Moriarty, der Sherlock sozusagen verschiedene Fälle zum Lösen gibt. Ansonsten stirbt da jemand und und dadurch, dass es so viele Fälle sind, passiert sehr viel in dieser Folge. Und das hätte viel mehr Bilder gebraucht, um das alles vernünftig darzustellen, meiner Meinung nach. Aber ich mag es trotzdem sehr. Und ich bin auch gespannt, ob die das wirklich weitermachen, ob es für die 2. Staffel auch wieder Mangas gibt. Und da werde ich mich auch drauf stürzen. Also bin ich schon sehr gespannt. Und ja, ob trotzdem vielleicht irgendwann mal so ein bisschen besser getroffen wird. Ne? Ja, das war erstmal mein Dezember. Waren nur 7 Bücher. Ich kann jetzt schon sagen, der Januar ist noch nicht rum. Und ich bin aktuell bei 10. Ich hoffe, ich kann da noch 1 bis 2 Bücher oben drauf legen. Und das wäre ja schon mal ein ziemlich cooler Lesemonat. Jo, mal gucken, wie es wird. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.